Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin die Franzi und ich zeige dir jetzt einen kleinen Einblick in die How-to-Heilpraktiker-Lernskripte, damit du genau weißt, wie das Heilpraktiker-Lernmaterial strukturiert ist und was dich erwartet. Du bekommst nach dem Kauf Zugang zu 21 visuell gestalteten Lernskripten zu jedem Modul deiner Heilpraktiker-Ausbildung, sei es Lymphsystem, Immunsystem, Herz-Kreislauf, Gehirn-Nervensystem, gibt es ein umfassendes Lernskript, wo alles drinnen steht, was du wissen musst. Und ich habe noch ein extra Goodie für dich, und zwar ein kleines Dokument zusammengestellt mit ein paar wichtigen Prüfungstipps und Hinweisen, sowohl für die mündliche als auch für die schriftliche Prüfung. Einfach so ein paar bisschen Plaudern aus dem Nähkästchen, was man beachten sollte und drauf haben sollte. Ansonsten sind aber auch sowas wie Fallbeispiele oder besondere Prüfungstipps auch immer wieder integriert in den einzelnen Lernskripten. Dann starten wir einfach mal rein, dass ihr mal seht, wie das von innen aussieht. Genau. Ich habe jetzt hier mal rausgesucht, einfach die Trigeminusneuralgie vom Thema Gehirn und Nervensystem. Du siehst, die Seiten sind sehr luftig gestaltet und auch sehr visuell. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, weißt ja selber, wir lernen am besten nicht durch tausend Worte, sondern ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Du siehst auch neben dem Titel der Krankheit, beziehungsweise hier auch neben der Seite, eine farbliche Markierung, ein Punkt. Diese Punkte sind sehr, sehr wichtig, denn sie zeigen dir immer direkt, wie relevant eine jeweilige Skriptseite oder sogar ein gewisses Thema für die Heilpraktikerprüfung ist. Das bedeutet, rot kannst du dir wahrscheinlich schon denken, sehr, sehr wichtig für die Heilpraktikerprüfung. Solltest du auch unbedingt drauf haben, wird vielleicht oft und gerne abgefragt. Es gibt auch Themen, die sind in gelb markiert hier, wird nicht so oft abgefragt, aber kann natürlich auch dran kommen. Und grüne Themen, kannst du dir sicher sein, kommt sehr selten dran. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass du die mal lernst oder auch für die Praxis drauf hast. Ansonsten habe ich hier auch immer wieder so Ausrufezeichen, bedeutet auch wichtiger Zusammenhang. Und hier auch mal was in grün markiert. Das sind Eselsbrücken für dich, damit du auch Zusammenhänge dir schneller merken kannst. Und damit du dir auch lästiges Nachgoogeln sparen kannst, wie das in den Fachbüchern dann doch oft der Fall ist, habe ich einfach auch die wichtigen Fachbegriffe direkt erklärt, weil ja, vor allem für Leute nicht aus dem medizinischen Bereich, da hat man oft keine Ahnung, was das bedeutet und dann ständig nachschlagen. Kostet einfach sehr viel Zeit. Also Erklärungen findest du hier auch immer gleich daneben. Immer wieder stolperst du vielleicht auch über solche Kästen. Wenn der rosa oder pink markiert ist, heißt das zum Beispiel, sowas wird gerne mal in der Prüfung gefragt, in der mündlichen. Oder sind so Stichworte, bei denen solltest du an die Krankheit denken, wenn es in der mündlichen Prüfung aufpoppt. Zum Beispiel, es kommt ein Mann zu Ihnen in die Praxis, er ist 60 Jahre alt mit brennenden Kieferschmerzen. Und allein dieses Stichwort brennende Kieferschmerzen, was kann das sein? Dann denkst du einfach schon mal bitte an die Trigeminusneuralgie. Kann natürlich auch was anderes sein, aber das ist zum Beispiel einfach oft vorgekommen, schon in der mündlichen, und dass dann die Antwort gewünscht war. Rot bedeutet einfach auch wichtiger Zusammenhang, unbedingt merken. Wenn du hier so kleine Legenden siehst, sei es ein Ausrufezeichen, sei es ein Fragezeichen oder auch hier meine kleine Lokomotive für einen Exkurs. Exkurs bedeutet quasi, ist nicht so wichtig für die Prüfung, geht weiter weg vom Thema, aber ist halt super spannendes Hintergrundinfo für gesundheitsinteressierte und medizininteressierte Menschen, ist aber nicht so relevant für die Prüfung. Ja? Also das sind quasi alles Legenden. Hier siehst du das auch. Wie gesagt, das sind Legenden. Und was die alle bedeuten oder generell, was die farblichen Markierungen bedeuten, das habe ich für dich alles hier aufgeschlüsselt. Auch nochmal am Ende des Skripts gibt es noch so einen Anhang, dass du genau weißt, was bedeutet also eine Legende, eine farbliche Markierung, damit du da nicht raten musst, was hat sie damit gemeint. Und das sind einfach Themen, das finde ich einfach super spannend, wenn man sich ein bisschen vertiefen möchte oder einfach Sachen für sich selber verstehen möchte, Zusammenhänge, habe ich so ein bisschen Nerdwissen immer wieder und Hintergrundinfo integriert. Wenn es dir aber nur um die Prüfung geht, kannst du das natürlich auch skippen. Ansonsten, last but not least, immer wieder so Differentialdiagnosenübersichten zu den wichtigsten und beliebtesten Krankheiten, die auch oft vorkommen und die auch oft in der Prüfung abgefragt werden, habe ich dir auch hier zusammengestellt. Du siehst hier auch wieder einen Kasten, zum Beispiel in Rot oder in Pink. Da haben wir es wieder mit der Prüfung und wie wichtig das ist, sich den Zusammenhang zu merken. Hier kommt es oft vor in der mündlichen Prüfung, dass der Amtsarzt auch mal sagen kann: Nennen Sie mir 20 Differentialdiagnosen für Thoraxschmerz. Los geht's. Und dass du dann nicht da sitzt wie angewurzelt auf deinem Stuhl. Wenn du dir die Seite angeschaut hast, siehst du hier zu Genüge einfach ganz viele mögliche Krankheiten, die mit diesem Symptom Thoraxschmerz in Verbindung stehen können. Genau, das ist so ein kleiner Einblick in die ganzen visuellen Gestaltungen von den Skripten. Und du bekommst auch jedes Jahr, wenn du möchtest, oder auch nach 10 Jahren noch die aktualisierte Variante vom Lernwerk zugeschickt. Also alle
Lernmaterialien werden regelmäßig überarbeitet und wenn du einfach Zugriff haben möchtest, schicke ich sie dir sehr gerne auch jährlich wieder neu zu. Und wir haben auch eine Heilpraktiker, kleines Community-Netzwerk ins Leben gerufen, wo wir uns einfach alle zusammen austauschen können, vernetzen können und wo auch ständig neue Updates rund um das Thema Heilpraktiker, Medizin und Gesundheit gepostet werden, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, melde dich auch sonst nochmal persönlich bei mir per E-Mail. Da freue ich mich auch immer von dir zu hören. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ich dich bald persönlich auch kennenlerne. Bis ganz bald. Mach's gut. Ciao.